Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. Heute mit dem zweiten Teil der Serie Die Dinkelackerleisten vorgestellt. Im ersten Teil dieses Videos stellten wir euch die Leisten Rio, Genf, Buda, London, Janoschka und Zürich vor. In dem zweiten Teil des Dinkelacker-Videos, also der Vorstellung der Leisten von Heinrich Dinkelacker, soll es um Campus-Rom, Luzern, Wien, Firenze-Sydney, Milano und Paris gehen. Im ersten Teil, wer das erste, den ersten Teil sich angeschaut hat, weiß, dass, ich habe das auch dort im Intro genannt, dass man halt sich jetzt vorsichtig ranpirschen will. So ein Video ist nicht sehr einfach. Man kann über so ein paar allgemeine Charakteristika von Leisten sprechen, aber das bleibt halt alles sehr, sehr theoretisch. Im Optimalfall begibt man sich in das Fachgeschäft seines Vertrauens, in dem Falle in einem Schuhpassion-Store, der alle Dinkelacker-Schuhe führt, ja. Oder in den Store in Bietigheim Bissingen und besucht den dort und hat dann halt fachkundige Beratung und dann wird dein Fuß abgestimmt, welcher Dinkelackerleisten dir passt. Dadurch, dass wir das jetzt natürlich nicht möglich ist und wir nicht zu jedem nach Hause kommen können, wollen wir darüber so ein bisschen reden und uns ein bisschen rantasten. Ich hatte deswegen das Video den Unterschied gemacht, dass in Teil 1 ging es eher um die Leisten von Dinkelacker, die sich eher tendenziell eher an den breiteren Fuß richten. Und in diesem Video geht es jetzt eher um Leisten, die tendenziell sich eher an den schmaleren Fuß richten, orientieren. Gut, Gunnar ist an meiner Seite wieder. Der ist derjenige, der sich die größte Expertise hier von uns, die größere Expertise von uns beiden hat mit den Dinkelackerleisten, weil er mit denen sich in seinem täglichen Arbeitsalltag beschäftigen darf und neue Modelle darauf kreiert. Dann lasst mal anfangen. Im Idealfall sprechen wir hier, du hast tendenziell eher einen schmalen Fuß mit breiten Zehen und einem flachen Vorfuß. Dann wäre dieser Leisten hier etwas für dich. Und das ist halt, wir sprechen da vom Rom oder Campus. Also es taucht mal auf, das Campus wäre dann halt eben entsprechend die Variante, die ein bisschen sportlicher ist. Rom wäre dann eben die Variante, die ein bisschen klassischer ist. An der Stelle auch noch mal ein kurzer Einschub. All diese Modelle, die ihr hier seht, habe ich hier aus meinem Pool genommen von Dinkelacker Unikaten. Das sind Schuhe, Sample-Modelle der vergangenen Saisons, die wir halt aus welchen Gründen auch immer, hier sieht man es ziemlich offensichtlich, haben wir die nicht genommen für die jeweilige Saison, haben die dann zur Seite gepackt und die verkaufe ich über Heinrich Dinkelacker Unique auf Instagram zu einem sensationellen Vorzugspreis. Ab 215 Euro geht es dort los, aber alle Schuhe sind nur in der Größe 7,5. Aber es hat sich ganz gut geeignet, hier schnell Zugriff zu haben. Und dann man sieht halt die Grundcharakteristik des Leistens, erkennt man daran. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. In der Variante ist er jetzt als Campus hier vorliegend, aber Rom, Campus sind ein und derselbe Leisten. Kannst du dazu noch was sagen zu diesem Schuh? Abgesehen, du musst jetzt nicht auf das Leder eingehen, das ist very special. Aufs Leder nicht. Aber es ist auch so, bei unseren schmalen Schuhen bleibt der Rückfuß trotzdem noch breit. Ich habe es in dem letzten Video schon angedeutet, alle unsere Schuhe sind von der Ferse bis kurz vor den Ballen komplett identisch. Der Rückfuß passt immer in unsere Schuhe rein. Und sonst kann man hier noch sagen, man hat wirklich ein bisschen mehr Platz als bei anderen Leisten vorne im Zehenbereich, im Ballenbereich auch. Und eigentlich ein wunderschöner Leisten. Mir gefällt auch dieser leicht sportliche Charakter. Finde ich auch ganz gut. Das geht in diese Sneaker-Richtung, ne? Was der Campus halt eben hat. Das war so der Ansatz von Dinkelacker, auch so einen Sneaker zu machen. Hab da ein paar Modelle gesehen. Die gibt es halt auch bei den Unikaten noch. Gerade wenn das so ein Fullbrook ist auf Cordova, hat der mir sehr gut gefallen. Das stimmt. Okay, gehen wir weiter. Du hast halt tendenziell eher einen schmaleren Fuß und hast aber da drin halt breitere Zehen und dann nicht einen flachen Vorfuß, sondern einen höheren Vorfuß. Dann ist der Luzern das Modell deiner Wahl. Und ich glaube, der Luzern, der erfreut sich halt wirklich nach wie vor sehr, sehr hoher Beliebtheit bei den Fans von Heinrich Dinkelacker und auch in der Produktabteilung in unserem Haus. Warum ist das so, Gunnar? Was kannst du zu dem sagen? Luzern ist einfach ein klassischer Schuh. Und das ist so der klassische Schuh schlechthin. Man hat, wenn man den Leisten sich genau anguckt, hat er hier so eine ganz kleine Nase und fällt dann schön nach vorne ab, was den Vorfuß noch mal ein bisschen länger wirken lässt und wirklich auch einen wunderschönen Fuß macht. Ich muss sagen,
immer wieder gern gesehen. Und das ist einfach für mich der schönste Leisten. Hm. Mit der schönste Leisten, zeigen wir mal so. Okay, meiner kommt dann ja noch glücklicherweise auch genau in diesem Video. Du redest immer von Vorfuß oder höheren Vorfuß. Hm. Vorfuß wollen wir nicht das Stück da vorne nennen, sondern wir nennen das wirklich eigentlich hier. Mhm. Also dieser Spannbereich, so. Der Spannbereich. Und über die Mittelfußknochen, ja, das nennen wir dann als Vorfuß. Genau, sonst gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu dem Luzern zu berichten. Hier gibt es viele verschiedene Modelle in unterschiedlichen Leder. Blau, und grün, schwarz, rot, ja, weiß, gelb. Ja. Alles schon gesehen. Komm, hören wir auf die Karten in jedem Falle. So, weiter geht's in diese Richtung. Das halt auch in diese Kategorie passt natürlich herein, der Leisten Wien. Und hier nochmal ganz klar für alle Dinkelacker Novizen oder die sich schon immer gefragt haben, Loafer aus dem Hause, was ist denn Loafer? Wien ist gleich Synonym für Loafer im Hause Heinrich Dinkelacker, genau, korrekt? Richtig. So, es gibt keinen Loafer halt auf Buda, es gibt keinen Loafer auf Rio oder was auch immer, sondern Wien ist gleich Loafer. Immer. Ja. So. Mehr zu sagen habe ich dazu nicht. Das ist halt klassisch. So sehen halt die Loafer in der Weltgeschichte halt auch aus. Das ist, passt oder passt dir halt nicht. Ne? Das ist halt alles auf den durchschnittlichen Fuß halt ausgerichtet. Das so, stimmt. Punkt. Was man bei unseren Loafer noch beachten kann, es gibt zwei verschiedene Varianten. Hier haben wir jetzt den mit sogenannten Fringes. Aber normal verkaufen wir immer diesen Penny-Schnitt. Und es gibt einmal mit einer bisschen höheren Zunge und einmal mit einer flacheren Zunge. Und da spielt es rein, wenn man zum Beispiel einen hohen Vorfuß hat oder einen höheren Spann oder Riss, dann sollte man eher den kürzeren kürzere Lasche nehmen. Ja. Und wenn man einen sehr flachen Spann hat, kann man die längere Lasche nehmen. Der passt dann besser rein und somit hat man auch einen besseren Halt und Sitz im Schuh. Gut, dann gehen wir zum nächsten rüber. Wenn du halt eher einen schmaleren Fuß hast und mit schmalen Zehen ausgestattet bist und hast dann halt einen eher etwas flacheren Vorfuß oder flacheren Spannriss, dann bist du bei diesem Modell, das ist für mich so ein bisschen ein Mysterium, vielleicht kannst du es aufklären, definiert unter zwei Namen. Das ist einmal halt Firenze und einmal Sydney. Ist für mich aber ein und derselbe Leisten. Und den finde ich im normalen Betrieb von Heinrich Dinkelacker so gut wie gar nicht. Er taucht hier in diesen ganzen Unikaten für mich auf, weil da wurde mal viel mit gesampelt gemacht. Ich glaube, da hatte man damals mal eine Kooperation Porsche Design. Man wollte eine Kooperation mit Porsche Design. Wollte sie haben, machen. Es kam alles nicht so strikt. Und nicht. Dadurch wurde eine neue Leisten entwickelt, der auch so ein bisschen Carré-Form hat. Ja. So, hier vorne einmal die Kamera zeigen. Ja, und eher ein bisschen typischer Richtung Luzern geht, aber das trotzdem hier sehr, sehr flach ausläuft. Ja. Und jetzt nicht wie noch so eine kleine hier Nase hier oben drauf hat. Also, ja. Es geht ein bisschen in die Carré-Form bei Firenze. Jo, die sind ja, Geschmäcker sind verschieden, Sydney. Das ist jetzt nicht meins. Hm? Nein, gut. Meins auch nicht. Kommen wir zu dem, was aber meins ist, und das ist halt genau das, was eben war, nochmal merken, schmalerer Fuß, schmalere Zehen, flacherer Vorfußriss, ist der Milano. Das ist jetzt wiederum, das ist mein Lieblingsleisten aus dem Hause Heinrich Dinkelacker. Hier vielleicht nochmal schön für die Kamera, dass er so schmal, spitz zuläuft. Ich finde, der macht, man muss natürlich auch sagen dazu, im Idealfall trägst du halt dann eine Hose, die nicht unbedingt halt eine Schlachhose ist, sondern eher das Gegenteil, dass sie halt eher eng geschnitten ist, zuläuft. Dann hast du unten, dann läuft, harmoniert das perfekt mit dem Hosenbein, dann dieser schmal auslaufende Milano. Ich kann sagen, dass der tatsächlich, ist bei mir wirklich knirsch. Ich habe die Schuhgröße, bei Shoe Passion ist es eine UK 9. Dort ist mein liebster Leisten, ist der klassische Leisten. Also was halt eher in die Richtung des London bei Heinrich Dinkelacker geht. Ja. Bei Dinkelacker habe ich eine halbe Nummer kleiner, ist hier die 8,5. Und das ist bei dem, bin ich wirklich eng dran. Also den Milano muss ich mir auch ein bisschen schon erarbeiten. Also es ist nicht gleich so,
dass ich reingehe und klar, die Passform ist schon super perfekt, aber ich habe schon in diesem kleinen C-Bereich, merke ich es, und den muss ich schon ein bisschen einlaufen, dass es dann perfekt ist. Aber diesen Schritt des geringeren Schmerzes gehe ich gerne, weil ich von dieser Optik absolut überzeugt bin. In dem Falle jetzt hier natürlich ist ein bisschen seltsam, dass diese Kappe hier vorne angedeutet ist durch eine Lyra-Lochung, Perforierung. Das ist jetzt, oh mein Gott, nicht nur meins, aber grundsätzlich ist der Milano schon tight zulaufend, aber ein wunderbares Schuhmodell. Hast du dazu noch was zu ergänzen? Ja, bei dem Schuh ist einfach nur zu erwähnen, dass man vorne keine wirklich breiten Zehen haben darf, weil sonst, wie du das hast, drückt der kleine Zehen wirklich. Ja. Hier vorne dagegen oder der Großzeh. Es gibt natürlich einen kleinen, die Zehen werden ein bisschen eingequetscht. Es gibt einen kleinen Trick, es gibt einen Workaround dafür, wie man sich den Milano auch perfekt passend machen kann. Den bin ich tatsächlich gegangen und habe halt ein Modell aus meiner Selektion, das ist der Milano, ein Milano von mir halt gefertigt als Maßschuh. Und dort wurden Gunnar-Anpassungen vorgenommen und hatte halt in diesem Bereich, wo mein kleiner Zeh ist, noch ein bisschen was spendiert. Insofern ist das maßkonfektioniert, perfekt angepasster Leisten nur für mich. Und der sitzt wie eine zweite Haut. Ja, also ne, der normale, aus der normalen Konfektion, den muss ich mir ein bisschen erarbeiten, geht dann halt auch. Aber oh, der Maßschuh, das ist schon super. Ja. Das ist nicht zu klar. So, das last ist schon mal was, but not least haben wir noch einen hier dabei. Wenn wir London schon waren, in Wien waren, dann fahren wir doch mal rüber nach Paris. Ja, sehe ich auch selten. Ja, gibt es auch nicht mehr wirklich. Was hat es mit dem auf sich? Paris. Also es ist jetzt hier auch eine eigenartige Form, die ich leider hier nur gefunden habe, weil so häufig ist der nicht mehr aufzufinden. Normal, die klassischen Modelle habe ich anders vom Schaffschnitt natürlich in Erinnerung, aber er ist prinzipiell sehr genauso in diese Richtung halt gehend des Milanus. Nur er hat halt eben statt einen flach ablaufenden Vorfußspann, ist er hier ein bisschen mehr Spiel. Genau. So. Das ist eigentlich schon alles. Und häufig findet man den Paris auch mit einer Dreifachsohle. Ja, hoppla. Ja, hier jetzt nicht, aber häufig findet man unsere Paris-Schuhe auch mit einer Dreifachsohle. Und manchmal dann auch mit einem Boulevard-Eisen. Ja, sehr zu empfehlen, um den Abrieb zu verhindern. Sieht auch schick aus. Genau. Gut, damit hätten wir die ganzen Leisten, die es gab und immer noch gibt von Heinrich Dinkelacker. Wenn noch jemand irgendwo anders einen kennen sollte, ist Quatsch. Es gibt nur tatsächlich die und die, über die wir gesprochen haben. Es gibt noch einen, der mir im Kopf schwirrt, aber den habe ich selber noch nie gesehen. Oh, das Einhorn? Was ist es? Er heißt Miami. Ah, den kenne ich. Das ist der Bootsschuh. Ja, genau. Richtig. Aber den gibt es nicht mehr. Über den müssen wir nicht mehr sprechen. Okay. Der Miami ist raus. Gut. Sehr vielen gut. Dank an alle Beteiligten, die Leisten erschaffen haben, die diese wunderschönen Schuhe machen. Danke an Gunnar, der daran beteiligt ist. Danke an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr ein Gefühl bekommen für die Leisten und die Passform von Heinrich Dinkelacker. Nochmal der Aufruf geht in den Fachgeschäft. Lasst euch beraten, welcher Leisten zu welchem Fuß, zu eurem Fuß am besten passt. Und dann schlagt gerne zu. Perfekte Schuhe sind jeden Cent wert. Richtig. Okay, dann Daumen nach oben bitte, wenn euch das Video gefallen hat. Fragen zur Passform hier rein. Gunnar wird euch antworten. Ich halte mich da raus und gucke zu und gebe die Informationen an Gunnar. Ich glaube eher, dass Tobi dann antwortet und ich gebe ihm an, was er schreiben soll. Oder so. Und dann sehen wir uns bald hier wieder auf Schuhpassion TV. Danke und tschüss. Bis bald.